wunderschön oder einfach nur fail. Unsere Promis in Viertagslaune. Wir haben sie gestalkt. Die dreifache Weltmeisterin im Mountainbike Cross Country macht Halt an der Bahnhofstrasse Zürich. Wir haben Yolanda Neff kurz gelöchert. Das und mehr jetzt bei Wisdom. Wisdom mit Sam's Pizzaland. Pizza, Pasta, Burger, Essen wie bei Mami. Wir sind extrem happy zum einen 2019. Ich bin mir sicher, inzwischen ist jeder einmal im neuen Jahr angekommen. Zum anderen kommen wir jetzt immer am Sonntag 18.10 Uhr auf Swiss Eis. Und ich hatte erholsame Ferientage. So erholsam waren es noch nie gewesen. Ach, zum Glück gibt es da davon keine Bilder. Aber was auf jeden Fall Bilder gibt, ist von unseren Promis. Die haben natürlich auch viel Feiertage gehabt. Ich weiss, das ganze Festtag zeugt Schnee von gestern. Warum bringen die das überhaupt? Naja, das ist die erste Sendung im neuen Jahr. Also gönnt uns den Spass. Und was dabei rausgekommen ist, wir sind ein bisschen grübeln. Das siehst du jetzt. Ja, ja, unsere Nachbarn waren ein bisschen fleissiger am Posten über die Festtage. Teddy Klum zeigt, wie sie ihren Weihnachtsbaum schmückt, im Disneyland Zeit verbringt oder mit dem Tom Kaulitz und Familie das Neujahr feiert. Der Dieter Bohlen erzählt von seinem Weihnachtsbaumkauf, überbringt den Fans die besten Glückwünsche zu Weihnachten oder direkt aus den Malediven ein Happy 2019. Die deutschen Stars heisst darauf, können hier unsere Schweizer überhaupt mitheben? Der Bastian Baker nimmt sich trotz Stress Zeit für eine Message an seine Fans. Und ein Neujahrsbild. Ein Neujahrsgruß gibt es auch vom ZDF-Tourgast DJ Bobo vor seinem Gig am Brandenburger Tor zu Berlin. Supermodel Manuela Frey postet über die ganzen wunderschönen Tage, sagen wir mal, drei Bilder. Mehr oder weniger die gleichen. Und wir finden, bei 60.000 Followers kann man sich eigentlich noch ein bisschen mehr ins Zeug legen. Wie ist das, wenn Models Ferien haben, gehen sie nicht vor die Kamera? Gut, das ist vielleicht ein Einzelfall. Bei der Tami Glauser gibt es neben herzigen Text und diesen zwei Bildern nichts mehr. Von Feiern und Besinnlichkeit V-Anzeige. Christa, rette uns! Sie lässt ihre Fans über die Weihnachten nicht im Stich und präsentiert sich im Xmas-Outfit. Das Neujahrsbild hat man sich aber dann doch ein bisschen anders vorgestellt. Und wenn wir gerade bei schönen Frauen sind, Tanja Lacroix gibt es vor dem Weihnachtsbaum und im Spital. Auf jeden Fall gute Besserung. Und Tanja, du machst sogar mit Krücken gute Fallen. Hier können unsere männlichen Promis sicher mithalten. Vom Blick gibt es ein neutrales Bild, sowie von der Tour mit seinem Team. Ja, ja, der Herr Blickensdorfer zeigt sich nicht so gern im Privaten. Das hat man fast gar nicht gemerkt. Der It-Boy Reto Hanselmann, der bekannt ist für grosse Momente, teure Kleider und wilde Partys, postet über die Weihnacht dort doch noch mit seinem Hündli vor dem Weihnachtsbaum. Wo bitte bleibt der Luxus auf dem Silvesterbild, Herr Hanselmann? Der Baschi genießt seine Tage mit seiner Freundin Alana Netzer und ihrem bekannten Papi Günther Netzer. Wow! Und bedankt sich vor dem Spiegel fürs vergangene Jahr. Der Luca Henni postet aus der Weihnachtsshow mit der Helene Fischer vor einem Weihnachtsbaum in einem Hotel und geht über die Festtage in die Ferien. Privat sieht man das ja leider nicht viel. Während der Lukas Fischer direkt von daheim mit seiner Familie liebe Grüße rausschickt, fällt uns auf, dass hier doch noch ein Dauer auf dem Bild fehlt. Der SRF-Hitparade-Moderator Michel Biri, ein herziges Bild von sich als Kind und vom kommenden Festtagsessen und seinen Backkünsten. Gibt es vom Grimer auch noch etwas mehr? Natürlich nicht. Verladen, go baden, danke Zürich und Balgi fürs Eskalieren. Das ist das einzige Bild. Wisdom-Fazit über die Festtage, was aus der Schweiz kommt, ziemlich mager und öde. Ein guter Neujahrsvorsatz für uns alle. Auch posten über Festtage. Fans werden sich freuen. Wenn du denkst, dass in diesem Wisdom nur Prominente können auftreten können, dann ist das falsch. Damit hast du die vergangenen Sendungen letztes Jahr nie geschaut. Schäm dich an dieser Stelle. Aber wir geben dir noch mal eine Chance, und zwar nächste Woche kannst du natürlich das machen, jeden Sonntag auf Swiss 1 oder jederzeit online. Was ich aber eigentlich sagen will, ist auch du bist ein Teil von dieser Sendung. Ja, und zwar nicht nur erst seit jetzt, aber wir haben künftig neue Inhalte in Wisdom. Und einer davon ist unser Speed-Styling. Ja, es klingt schon recht. Speed-Styling. Und in diesem Speed-Styling werden wir künftig recht viele Leute überraschen. Das heisst, sie werden eine Stunde vorher gar noch nicht wissen, wie sie nachher sozusagen
positiver werden aussehen. Und in diesem Speed, Stanley, wieso machst du eigentlich immer den dummen ich zu sagen? Egal. Ja, ich rede gar nicht wieder. Du wirst es sehen, künftig in den nächsten Wochen, einmal pro Monat, gibt es unser die neue Rubrik, wo es auf jeden Fall auch tolle Töne gibt, ist in unserem Rating Platz 3 bis 1 im Clip-Trip. Lassen wir jetzt laufen. Komm, es macht keinen Sinn. Can you just take another drink with me? Thanks. Later, Tess. Feelings from my hunger, and I don't even think that I deserve to be forgiven. But listen, as hard as it was, I think that you made the right decision, and I get it. I always told myself I'd make it no matter the price. And I love the life more than I could have ever loved you as a wife. That is the reason we're here in the first place. In the worst case, I even took you to my birthplace for your birthday. She was sweet, no dessert place. Worst days, but I still see them as best though. Told me you'll always be special. Till I live to die or to let go. Let go, let go, let go. Oh, can we bounce back? Because you know our love is something like an echo, echo, echo. And we keep going back and forth, so maybe we should just let go, let go, let go. Die Radrennfahrerin Yolanda Neff ist wieder mal in der Schweiz und wagt sich über die Festtage sogar hinter die Verkaufsdecke von einer Luxus-Uhrenmarke. Ich bin nicht mehr so oft in Zürich unterwegs. Meistens bin ich am Trainieren oder sonst irgendwo auf der Welt am Rennen fahren. Darum ist es für mich schon etwas Spezielles, mal in Zürich sein, hier in der Tissot-Boutique. Ist natürlich schön, weil Zürich gefällt mir auch. Ist eine mega schöne Stadt, eine coole Stadt. Ist schön, wieder mal hier sein und ein bisschen etwas von dem Vibe mit überzukommen. Sagt der Ostschweizerin. Aber zum Sport. Die Yolanda Neff ist Weltmeisterin im Mountainbike-Marathon 2016 und Cross-Country 2017 sowie eine dreifache Mountainbike-Gesamtweltcup-Siegerin 2014, 2015 und 2018. Es ist jedes Mal eine ganz andere Geschichte dahinter. Beim zweiten Mal war es mir extrem wichtig, um den Titel zu bestätigen, um zu zeigen, dass es nicht einfach etwas Einmaliges war, sondern dass ich aus einem Grund dort dabei bin. Und jetzt beim dritten Mal war es sehr emotional, weil es nach 3 Jahren wieder war, dass ich den Titel gewinnen konnte. Darum ja, ist es wirklich jedes Mal eine sehr spezielle Geschichte. So viel Sieg und Gewinn, ob man das noch toppen kann, das ist eine gute Frage. Ja, ich habe noch ganz viel Ziel, weil ich bin erst 25 und in unserem Sport kann man wirklich, ist ein Ausdauersport, das heisst, man kann auch bis, sagen wir mal, bis man älter ist als in anderen Sportarten noch wirklich kompetitiv sein. Wir haben zum Beispiel eine Norwegerin, die ist mit 45, hat sie noch einen Weltcup gewonnen dieses Jahr. Also es ist wirklich ein grosser Horizont, den man noch hat in unserem Sport und darum habe ich noch ganz viel Ziel. Velofahren ist ein sehr trainingsintensiver Sport, Tag für Tag.
Bei diesem Ehrgeiz gibt es auch Ziel für 2019. Ja, ich freue mich extrem auf 2019. Ich habe ganz viele Ziele, vor allem mit meinem neuen Team Trek, wo ich die Möglichkeit habe, zum Strasse und Radquer und Mountainbike zu fahren. Das ist für mich ganz eine spezielle Konstellation, etwas, das extrem spannend ist und wo ich mir auch schon ewig gewünscht habe. Und dass ich da mit Trek zusammen kann, so wahrnehmen kann, das ist wirklich ein Traum, der wahr wird. Und darum freue ich mich extrem auf die Saison. Ich will mich super, super gut vorbereiten, will super gut trainieren und ja, habe ganz viele Ziele. Und wir freuen uns auf neue Siege, die in die Schweiz geholt werden. Sicher ist, Jolanda Neff macht auf dem Velo, wie auch hinter der Verkaufsdecke, eine gute Falle. Das wär's gsi mit Wisdom für diese Woche. Nächste Woche sind wir an der Glories in Zürich mit vielen Promis, Überraschungen und ja, es lohnt sich einfach zum Einschalten. Was du dir aber jetzt unbedingt musst merken, Damen und Herren, und zwar neu jeden Sonntag 18.10 Uhr auf Swiss 1 Wisdom schauen. Kannst du uns auch online swiss1.tv/wisdom, YouTube-Channel, Facebook, Instagram, kannst du uns auch schreiben, wenn du findest, hey, etwas ist besonders toll oder voll scheiße. Wenn es etwas sehr Intimes ist, findest du mich natürlich auch auf Social Media, aber das ist ein anderes Thema. Bis nächste Woche, liebe Grüße. Tschüss. Wisdom mit Sam Spitzerland. Pizza, Pasta, Burger, Essen wie bei Mami.